Ja, hallo zusammen. Ich grüße euch. Das letzte Mal hatten wir es vom Pixel 6. Heute, wie schon angedeutet, habe ich mal drei Hüllen, die ich mir für das Pixel 6 gekauft habe. Ist also nicht gesponsert, das Video in irgendeiner Form. Habe ich mir selber gekauft und ich möchte euch mal meine Erfahrung bzw. meine Einschätzung zu den Hüllen mitteilen. Viel Spaß! Beginnen wir einfach mit dem günstigsten in dem Trio. Das günstigste ist das Ringkey Fusion. Das kostet so etwa 10 Euro im Moment. Ich glaube, ich habe es auch im Angebot schon gesehen für wesentlich weniger, für 6,99. Und ist also so ein wirklich günstiges, aber nicht billiges Case. Ich habe mich für matt entschieden, weil es ist dann nicht so ein Fingerabdruckmagnet. Vom Grip her macht es nicht viel aus. Das ist auch rutschig, genauso wie das andere auch. Also von daher keine Vor- oder Nachteile. Eine reine Optiksache, würde ich sagen. Das ist auch das von den dreien, das nicht nur das günstigste ist, sondern das auch am wenigsten wiegt. Es wiegt nur 29 Gramm. Im Gegensatz zu den anderen, die wiegen nämlich 43. Ich habe das extra gemessen, deswegen habe ich kurz zur Seite geschaut, um mir den Wert nochmal anzuschauen. Es ist auch das mit den geringsten Abmessungen. Also sprich, es trägt weniger auf als die anderen beiden. Es ist am schmalsten, am wenigsten hoch und auch am wenigsten tief. Es ist eine ganz vernünftige Sache. Hat aber trotzdem ganz gute, wie soll ich das sagen, ganz gute Überstände. Zum Beispiel hier im Bereich vom, kann man das vielleicht so sehen, vom Display ist es besonders, dass hier oben und auf der Unterseite mehr Überstand ist. Das sind nämlich, ich schaue nochmal eben nach, 1,4 mm. Wohingegen an der Seite, obwohl wir ja hier beim Pixel 6 ein Flat Display haben und kein Curved, haben sie weniger Überstand gewählt und haben da nur 0,7 mm. Das ist recht wenig. Trotzdem, es steht ja hier auf und hier auf, wenn man es dann irgendwo hinlegt. Insofern, jetzt kann man es ganz gut erkennen hier, dass es da ein bisschen höher ist, oben und unten. Und wenn wir schon hier sind, dann können wir auch gleich gucken, wie das bei der Kamera aussieht. Bei der Kamera ist es auch so, dass wir einen guten Überstand haben hier. Und vor allem auch hier innen. Von der Kamera selber bis hier oben hin haben wir einen Überstand von 1,2 mm. Also sprich, einen guten Schutz. Sehr gut bei dem ist hier auch noch, und da sagen wir mal so, nicht nur sehr gut, es ist eigentlich sogar das Beste, nämlich die Bedientasten hier. Lauter, leiser und an, aus ist hier sehr gut gekennzeichnet. Also vielleicht weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Man hat hier sogar so einen kleinen Knopf bei lauter, den man erfüllen kann. Dann weiß man, dass er auf lauter ist. Und hier hat man den eben nicht. Und wenn man hier sich hin begibt, da hat man so eine leichte Textur drauf. Leicht angeraut. Außerdem steht es deutlich über. Es gibt überhaupt keinen Zweifel, wenn man es in die Hand nimmt, wo man sich gerade befindet. Man kann es also sehr gut erkennen. Ich kann es jetzt aber, da ich mit dem Pixel selber filme, und zwar mit der Frontkamera, mit der Selfie in Anführungszeichen Kamera, kann ich euch jetzt das am Pixel selber nicht zeigen. Da nehme ich mal eine andere Aufnahme noch, die ich dann irgendwann mal einfüge noch. Aber das Wichtigste ist ja auch, dass ihr den Rest seht. Und zwar sind die ganzen Ausschnitte natürlich alle perfekt gemacht. Also es ist wirklich in Ordnung. Und bei dem Handy ist es auch noch so, bei der Hülle ist es auch so, noch so, dass die zwar leicht flexibel ist, die Ränder sind eigentlich das Flexibelste, kann man sagen. Die sind am flexibelsten. Trotzdem, wenn man es reinmacht, es geht relativ einfach rein, aber sitzt trotzdem sehr sicher. Das kann ich also versichern. Und also es flutscht rein und raus, sitzt aber dann perfekt. Wirklich ein gutes Case für einen günstigen Preis. Als nächstes möchte ich zeigen, auch nochmal ein klares Case. Das klare Case ist wesentlich teurer. Es kostet mehr als dreimal so viel als das eben gezeigte. Und zwar ist das hier das Otterbox Symmetry in der klaren Version, Clear.
Und das ist im Prinzip nichts anderes als das eben, nur dass von allem mehr dran ist. Überwiegend mehr Überstände, mehr Breite, mehr Höhe, mehr Stärke, mehr Schutz in dem Sinn. Allerdings klar, nicht matt. Die Nachteile eines klaren Cases ist sowieso klar. Man hat hier die Glasrückseite meistens von seinem Handy, in dem Fall beim Pixel auf jeden Fall die Glasrückseite, hat man hier in laufendem Kontakt mit dem Case. Sobald da ein bisschen Schmutz nur dazwischen ist, kann das natürlich zu Kratzern führen. Das ist aber ein Nachteil, den haben andere klare Cases von anderen Herstellern auch. Kurz zu den Überständen, das habe ich vorhin ja auch erwähnt, das sind so die wichtigen Sachen. Also die kostet jetzt hier nicht 10 Euro wie die andere etwa, sondern die kostet 35 Euro. Das ist also schon wirklich heftig. Aber wenn man halt mehr Schutz will, gut. Wenn man ein Schussel ist und vielleicht sein Smartphone mal fallen lässt. Kommen wir zu den Überständen. Bei der Kamera hier, einmal sowieso schon ordentlicher Überstand außen wieder. Und hier bis zum Kameramodul selber haben wir hier ein Maß von, ich habe das alles akkurat gemessen natürlich, 2,8 mm. Das ist gegenüber dem anderen natürlich ein ordentlicher Zugewinn. Da hatten wir nur 1,2 mm. Es sind 2,8 mm. Ziemlich Schutz. Genau wie beim anderen haben wir auch hier die Kamera an der Seite sehr gut geschützt. Weswegen ich das erwähne ist, mir ist die Hülle vom, die Original-Pixel-Hülle im Sinn. Dort haben sie hier einen sehr großen Ausschnitt. Also hier haben wir nur so einen ganz kleinen Steg dann, sodass hier die Seiten praktisch nicht geschützt sind. Das ist hier nicht der Fall. Super Schutz, nur das Wichtigste guckt raus. Also ich finde es perfekt gemacht. Gut gemacht, sehr gut gemacht. Man sieht schon, an den Seiten ist es etwas matt gehalten, also nicht ganz klar. Finde ich jetzt auch gut. Da kommt das Schwarz von dem Pixel dann, was an der Seite ist, ganz gut durch. Oh, jetzt knallt die Sonne hier gerade rein. Das ist ganz schön heftig. Aber ich hoffe, das stört jetzt nicht bei der Aufnahme. Was haben wir denn noch? Wir haben auch noch den Überstand zum Display. Den wollen wir auch noch zeigen. Der ist jetzt hier überall ringsherum gleich. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwo oben oder unten mehr oder weniger ist, sondern so wie das normal bei einem flachen Display der Fall ist, überall ringsherum der gleiche Überstand. Der ist allerdings hier merkwürdigerweise bei dem, wo normalerweise echt überall mehr dran ist, am geringsten von allen dreien, die ich zeige. Und zwar, der Überstand zum Display ist nur 1 mm. 1 mm ist immer noch ordentlich, das ist schon in Ordnung, aber es ist halt nur 1 mm, gegenüber den anderen ist das weniger. Gut, liegt sehr gut in der Hand, obwohl es größere Abmessungen hat, fühlt sich das auch noch sehr, sehr gut an. Größter Nachteil, sage ich mal, an dem, es ist einfach, das sind die Tasten hier. Null Strukturierung, schau nur ganz wenig drüber, also fast nicht erfühlbar, wenn man jetzt hier rüber geht. Merkt man nur ganz leicht, dass dann eine leichte Erhebung ist. Das ist fast nicht erfühlbar. Und keine Strukturierung, sodass man also wirklich, wenn man dann hier hingeht und das sucht, dann muss man erstmal gucken, bin ich jetzt wirklich auf der Taste oder nicht. Außerdem sind sie nicht so leichtgängig und clicky wie bei den anderen beiden, sondern bei dem Otterbox Symmetry hier ist es einfach so, dass es sehr schwergängig ist. Das ist natürlich auch dem Material und der Materialstärke geschuldet und dass sie hier nicht extra irgendwie sich was haben einfallen lassen. Das ist sehr schade, aber es ist halt so. So, und dann kommen wir noch zum letzten. Das letzte ist folgendermaßen, das ist das Caseology. Caseology Parallax heißt das. Das ist eigentlich so mein Favorit, ich sag's schon mal vorweg. Ist halt nicht klar. Man hat ein eigenständiges Design, ob einem das gefällt oder nicht, das ist natürlich noch die Frage. Mir hat es sehr gut gefallen mit der Strukturierung, das Material fühlt sich gut an. Ich finde, das Rot ist ein toller Kontrast zum Schwarz, also wirklich super gemacht. Die Überstände sind auch hier perfekt, absolut gut. Und zwar mit 1,2 mm hier, einfach nur etwas weniger als beim Otterbox, wirklich super gut gemacht. Und der Überstand, ne, Blödsinn, nicht 1,2 mm, jetzt habe ich falsch geguckt, 2,7. 2,8 mm waren es beim Otterbox. 1,2 mm waren es beim Ring Fusion. Und das hier ist 2,7, also fast wie das Otterbox.
ordentlicher Schutz. Rechter Bumper hier, also da kann man ganz gut sehen, das steht gut über. Perfekt. Der Überstand vom Display ist auch sehr vernünftig mit 1,2 mm. Ist das ein sehr guter Schutz? Und hier innen drinnen, das ist das, was das unterscheidet von den klaren Versionen. Hier innen drinnen hat man noch eine schöne Struktur. Das sind auch so Rillen im Prinzip. Es fühlt sich auch gut an. Wenn da die Glasrückseite drauf liegt, dann kann es natürlich hier nicht passieren oder weniger passieren, dass dort irgendwelche Staubkörner oder sowas Kontakt kriegen mit dem Smartphone und dort Kratzer verursachen, weil es die Möglichkeit gibt, dass die hier in den Rillen drin sind, anstatt sich dazwischen abzulagern. Also es ist auf jeden Fall insgesamt irgendwie, hat man ein besseres Gefühl, wenn man das da so bei sich trägt. Außerdem ist es so, ich zeige mal kurz auf der Seite, ich hoffe, dass man es erkennen kann, so einigermaßen, dass die hier die Ecken, da hat man auch so eine ganz, ganz leichte, wie soll ich sagen, so eine leichte Struktur eingearbeitet in, die man jetzt nicht unbedingt erkennen kann. Die geben mir auch noch mal so ein bisschen Schutz, weil ich denke, beim Aufprall hier macht das Sinn. Vom Material her ist das hier in der Mitte, also sprich, das erste, was ich gezeigt habe, hat am wenigsten Material, am wenigsten breit, am wenigsten hoch, am wenigsten tief, wie ich es schon gesagt habe. Das hat Rang 2. Breite, Höhe, Tiefe liegt in der goldenen Mitte. Und das vorher, was ich gezeigt habe, das ist am tiefsten, am breitesten und auch am höchsten. Sprich, und am teuersten. Wir haben also jetzt diese drei. Und wenn ich jetzt unbedingt eine Reihenfolge da bestimmen müsste, was ist der Sieger und was ist nicht der Sieger und was ist der Letzte, dann ist das schwierig, aber möglich. Für mich und nur für mich, ich spreche jetzt nur für mich, ist es so, dass das hier auf Rang 1 ist. Es fühlt sich für mich super gut an. Ich trage es gern bei mir. Es hat übrigens auch an der Seite hier noch, das habe ich noch vorhin noch gar nicht gezeigt, so eine kleine Struktur, die nochmal zusätzlich ein bisschen Grip bringt. Aber es ist nicht so viel, wie es vielleicht hier aussieht. Das Material selber ist doch noch relativ rutschig. Man muss es schon noch festhalten. So ist es nicht. Ein tolles Case mit einem eigenständigen Design, das sicher nicht jedem gefällt, aber ich kann es empfehlen. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wie ich finde. Auf Platz 2 wäre für mich dann das Ringke Fusion, weil ich das Matte so super finde, weil es das Schlankste ist, weil es trotzdem nicht wenig Material ist. Es ist trotzdem ordentlich vom Schutz her. Also da kann man nichts sagen. Also da ist auch an alles gedacht worden. Es hat die besten Tasten hier und es ist am günstigsten. An sich wirklich ein sehr guter Kauf, würde ich sagen. Kann ich empfehlen. Auf Platz 3 landet bei mir dann das Otterbox. Das Otterbox macht eigentlich auch alles richtig. Hat aber leider wirklich bei den Tasten versagt ein wenig. Das ist am wenigsten komfortabel. Dadurch, dass es dann halt auch etwas breit ist und etwas hoch ist, trägt auch dicker auf. Hat man nicht so ein smartes Gefühl beim Tragen wie jetzt bei den anderen beiden. Aber man kann sicher sein, man hat einen wirklich Top-Schutz hier, kann man wirklich sagen. Aber hat auch seinen Preis, ne? Kostet also wirklich um die 35 Euro, ist viel, viel Geld für sowas. Für so ein Stück Plastik überhaupt. Ich rede hier seit, na, wie lange rede ich jetzt? Eine Viertelstunde schon fast. Über drei Plastikteile. Dass man über sowas überhaupt so viele Worte verlieren kann, ist schon irgendwie verrückt. Aber es interessiert sicherlich manche und ich hoffe, ich konnte manchen helfen und würde mich freuen, wenn euch das gefallen hat. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und schaut doch beim nächsten Video auch wieder rein. Macht's gut, ciao.